Und damit willkommen zurück zu einem der wahrscheinlich letzten Parts von The Wonderful 101. Tja, wir sind immer noch hier mit unserem coolen Gefährt unterwegs. Mit unserem Mutter-Roboter, sozusagen. Kann man schon so sagen, ja. Wir sammeln hier übrigens ab und zu mal so Sachen auf, wo ich jetzt immer noch nicht weiß, was das genau ist. Cool sieht es auf alle Fälle aus, was wir da so einsammeln. Sieht aus wie von so einem. Ja, hier dieses P und so. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche besonderen Schüsse sind, die ich denn aufladen könnte. Wie bei so einem klassischen Space-Shooter oder so. Wäre ja nicht schlecht. Obwohl ich das Ausweichen nicht so einfach finde. Ah, das ist also unser... Ah, ich bin ja so doof. Ich habe die ganze Zeit geguckt, warum wir keine zusätzlichen von den goldenen Dingern mehr bekommen. Aber wir hatten die ganze Zeit den Laser ready. Ich habe mich gewundert, warum wir nur noch einen so einen Teil haben. Gut, hier sieht... kommt etwas aus... ein Gun-Chew. Das sieht aus, als ob es auch uns in der Lava... in dem Lava-Tempel hätte begegnen können. Ja. Hätte ich mir jetzt mit den geilen Lasermarke eben gerade aufgehoben. Aber man kann das ja nicht vorher wissen, ne? Deswegen ist das ja auch egal. Oh, der frisst zwar ziemlich viel, würde ich mal sagen. Auch wenn er die ganze Zeit neu regeneriert hier. Also von dem werde ich jetzt auch gerade mal ausnahmsweise nicht so viel getroffen. Gut, down ist er. Ja, gut. Haben wir gut gemacht. Wir zufrieden mit uns sein. Dann geht's jetzt rein in den Kumichirogame. Hier sieht er jetzt aber dann doch nochmal ein bisschen anders aus als eben gerade, ne? In dieser, was heißt, für mich eben gerade, für euch gestern, vorgestern halt, wann der letzte Part kam. Jedenfalls sah der da anders aus. Gut, was auch immer das hier. Gut. Ich kann hier eigentlich an sich auch abwechselnd immer schön hier die drei Dinger benutzen. Die drei Schussbuttons. Ah. So schießt man die doch gerne ab. Ach, die drehen sich. Ah. Gut, da haben wir jetzt hier wieder unseren Super Laser ready. Den nehmen wir uns diesmal auf. Das weiß ich ja, dass wir den schon haben. Gut, ja, kann man jetzt hier eigentlich nur gerade mit so angreifen. Schade, kaputt gemacht haben wir den leider nicht. Aber was soll's. Wir wollen ja auch hier nicht alles unbedingt kurz und klein schlagen, sondern nur heil jetzt hier durchkommen. Wow, ich sehe gerade, es blitzt ja hier auch. Nur nach hinten? Nee. Nach hinten können wir leider nicht schießen. Was? Da sind wir down. Boah, hat der gerade viel Schaden gemacht, oder was? Ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Ja. Hatten wir. Ja, toll. Wenn ich jetzt noch ein drittes bekomme, dann bin ich sauer. Dann hätte ich das ja schon einfach versemmeln. Verbraten können. Für nischt und wieder nischt. Gut. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt an uns kaputt gegangen sind oder an unseren Schüssen. An uns wäre nicht so geil, weil, hätten wir wahrscheinlich ordentlich Schaden passiert. Genauso wie eben gerade. Hallo? Ja. War jetzt auch nicht so geil. Aber wie soll man denn dem Witzbold-Attacken hier ausweichen? Ja. Witzig. Wie viel Schaden der gemacht hat. Also das fand ich jetzt ja wirklich ein bisschen übertrieben.
meine, wir können da nicht rüberspringen oder sonst was. Da können wir gar nichts machen. Gut. Ja, ist egal, das Ding ist kaputt. Nicht sehr heldenhaft haben wir das jetzt hier überstanden, aber wir haben es überstanden. War hier so eine Art Endgegner hier gerade. Roger, Roger. Wir könnten sogar noch schneller sein. Jetzt ist der gerade eigentlich auch ziemlich waagerecht geflogen. Wir machen hier in White Steel, machen wir das Ding jetzt hier auf. Das ist ja extra, das ist ja prädestiniert für so einen Riesenroboter. Und anders könnte das ja echt nicht aktivieren, muss man sich nicht mal vorstellen. Also die Geth Jerk könnten das auch gut bedienen mit ihren Robotern. Na los, Luca, bring du mal nochmal ein bisschen die extra Prise Power rein. Und klappt's. Bewegen jetzt sozusagen, ja. Ja. Das nenne ich mal wahre Power, ja. Es scheint jetzt hier gerade sozusagen einfach mal so eine Riesenkanone. Die einfach mal tausendmal so groß ist wie er selbst. Wie der Doktor schon gesagt hat, das ist ja hier kein Silvesterknaller, ne? Okay. Natürlich muss der Schuss auch vorher erst schön aufgeladen werden. Das sieht schon ganz nett aus. Man denkt ja sich die tollen Namen immer ganz spontan aus. Boah. Ja. Sieht aus, als ob es sehr effektiv wäre. Gut, wir dürfen jetzt hier einfach mal bum 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 machen. Alles kaputt machen, was hier entfernt auch nur nach dem Gegner aussieht. Wir gar nicht wissen, was mit Planeten passiert, die davon getroffen werden. Gut, dann können wir jetzt hier, nachdem wir gleich den Rand einmal komplett gesäubert haben, busch, 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 immer hier noch quer durch die Mitte gehen. Was wollt ihr tun? Oh. Ich fühle mich so mächtig. Ist hier noch irgendwo was? Ja. Das war's, ja. Ja, dass wir hier keinen Schaden kassiert haben, wundert mich nicht. Dürfte so ziemlich das erste Mal gewesen sein. Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht? Und wir haben alles platt gemacht. Wir lassen es einfach mal schweben. Soll sich jetzt jemand anders darum scheren? Er ist zwar aus der Erdumlaufbahn raus. Wir haben keine Kontrolle mehr über ihn. Aber ich meine, so eine Waffe kann man doch auch gerne einfach mal im Weltraum rumfliegen lassen. History will never forget you, Shirogane Kanit. Wäre dann Stoff für einen zweiten Teil, wo dann Aliens mit dem Ding einfach ankommen. Naja, hoffen wir, dass du nicht in die falschen Hände gerätst, ne? It's not over yet. Na? I'm reading jerk matter into ferrometer signals. A supermassive object is materializing 2000 meters dead ahead. Nur ein Objekt, oder? Mich jetzt auch wirklich fast gewundert, wenn das jetzt schon das Finale gewesen wäre. Machen die hier einfach mal den Raum kaputt, oder was? Ja. Wir hätten den Kometen Shirogami doch noch nicht wegschmeißen dürfen. Guess was sei?
Waxai oder so. Provisional size estimate complete. Diameter 200 kilometers. Volume 21 quadrillion 450 trillion square meters. Weight 1 quintillion 675 quadrillion tons. It must have been dimensional displacement coating. So this is Geth Jerk's ace in the hole. That is one impressive hole. Ja. Würde ich zustimmen. Was ist das denn? Okay, gut. Was? Plastik nur? Für was? Plastik? Achso, wegen den Fortsetzungen. Ah ja, klar. Wenn wir von den Trophäen, von den Orden, die wir bekommen haben, war es ja optimal fast, ne? Aber ist dann halt dann die Tode ausschlaggebend. Ist ja schon geil, wie er einfach ein Wondershop mit uns ins, ja, ins All fliegt. Kann man nicht anders sagen. Ist ganz, ganz, ganz nett, ne? Gucken wir doch jetzt einfach mal. Vielleicht gibt es ja hier, All. Jetzt nochmal was Nettes für uns zum Kaufen. Wie gesagt, hier lohnt sich immer noch nichts, um sich da nochmal einzudecken. Was ist denn das hier? Das hier. Okay, ja, weiß ich nicht. Muss ich mal noch gucken. Wüsste ich jetzt nicht, ob wir das wirklich so oft einsetzen, dass es sich lohnt, sich das zu kaufen. Dann würde ich sagen, speichern wir das Spiel und... Ja. Ist nicht so viel kürzer, sollte der Part jetzt nicht sein. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Kann ich auch mal was haben, was ich dann sehr schnell durchrendern und hochladen kann. Das ist nämlich auch bei mir immer so ein Problem. Ich habe keine super Internetleitung und da braucht ein Part bei mir zum Hochladen. Das dauert immer ewig. Naja. Ich brauche mich da aber nicht beschweren. Und deswegen würde ich sagen, ist jetzt hier der Part wieder vorbei. Ja. Also auch nicht, was wir jetzt mit diesem riesen Hole machen. Ich würde einfach reinfliegen. Keine Ahnung. Aber da wird wahrscheinlich jetzt irgendwie noch unser letzter Gegner warten, den wir dann wahrscheinlich noch mit unseren Fäusten sozusagen platt machen dürfen. Davon gehe ich mal aus. Gut, dann wieder danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin weiterhin einschaltet. Bis zum nächsten Mal dann, ne? Ciao, ciao.